Hallo Leute, also schauen wir uns kurz die verschiedenen Victory-Typen an. Eine der wenigen wirklich guten Sachen, die sie übernommen haben aus vielen anderen Civ-Spielen, ist die eingebaute, mehr oder weniger spieleigene Wikipedia. Also das sind alle Victory-Typen, die es gibt. Population Victory, wir brauchen 51% der Gesamtbevölkerung. Das sind die Prozent, die uns oben links angezeigt werden in normalen Spielen. Domination Victory, wir müssen einfach alle anderen vernichten. Science Victory, wir brauchen drei Technologien auf Level 6. Und Wonder Victory, wir brauchen 7 Weltwunder. Und so easy wie sich Wunder bauen lassen, ist das eigentlich ein Sieg, von dem ich geglaubt habe, dass er öfter kommt. Aber ganz im Ernst, es passiert öfter, dass ihr aus Versehen einfach über die 50% Marke slippt mit eurer Bevölkerung. Einfach nur, wenn ihr Städte baut. Okay, wir haben wieder nur unser Flagship. Und wir müssen aus einem Maze entkommen. Okay, was? No enemies? Ich dachte, wir müssen vor denen fliehen. Ah, okay, wir müssen in 10 Runden entkommen sein. Wir könnten hier... If you leave us in peace? Okay, ja, wir könnten mit ihnen hier reden, weil sie hier auch schon eine Influence haben, aber das ist uns wurscht. Okay. In 11 Runden müssen wir aus dem Asteroid Maze entkommen sein. Das heißt, wir werden das folgendermaßen machen. Wir werden Fighters launchen und die einfach vorausschicken. Und uns so das alles hier ansehen. Und da wir Impulstriebwerke haben, werden wir jede Runde einfach nur die Impulstriebwerke anschmeißen. Okay. Das war jetzt aber nicht wirklich ein Labyrinth. Naja, was soll's. Wir spielen ja doch nur auf Normal. Was eigentlich, wenn ich dich hier reinschicke? Okay, gilt nicht. Gut, das wäre ein bisschen sehr billig. End Turn. Ja, wir brauchen dich eigentlich jetzt nicht mehr, danke. So, und noch ein Zug. Und Impulstriebwerk. Tada! Ja, insofern sagt, dass wir auch keine... keine XP machen konnten für unsere Schiffe. Gut, ja, das ging easy. Das heißt, Moravian Problem und dann zurück. Schaut so aus, als wird das ziemlich gut funktionieren. Wir sollten anfangen, noch eine Sache zu erwähnen. Es gibt ein nützliches Gebäude, das uns nicht einfach nur mehr Ressourcen bringt, und das ist der Warp Nexus. Damit können wir zwischen unseren eigenen Systemen herumfliegen, ohne dass wir Morale verbrauchen. So, our colony ship believed to be carrying an infiltration squad. Okay, wir müssen jemanden wegsprengen, bevor er den Outpost erreicht. Okay, und das ist nur das Colony Ship, das wir in dem Fall zerstören müssen. Alles andere können wir ignorieren, aber wir sollten natürlich versuchen, es zu zerstören für mehr XP. Ja, okay. Fleet is ready for action. Prevent the colony ship from reaching the outpost. Ja. Diese unendlich langen Laser sind echt viel wert. Aber in dem Fall, glaube ich, werden wir das einfach so machen, dass wir die mit einem Torpedo den Weg abschneiden. Das müsste mindestens genauso effizient sein. Okay, und dann fangen wir einfach an, dich zu beschießen. Ich meine, es macht natürlich alles extrem wenig Schaden, aber wir wissen ja, wohin er will. Das heißt, es ist nicht schwer vorherzusagen, wohin er sich stürzen wird. Eine Sache, über die wir noch gar nicht geredet haben, weil sie, um ehrlich zu sein, ziemlich... Oh, hi.
ziemlich fucking nutzlos ist, sind Battle Cards. Wow. Ganz schönes Glück. Oh, das ist ein Torpedo. Scheiße, ja, da sollten wir abhauen. Run. Oder wir zerstören es jetzt schon mit unserem Torpedo. Nein, okay, wird sich genau nicht ausgehen. Damit. Ja, hier ist ein Torpedo. Vor dem müssen wir uns verpissen. Das heißt, wir sollten vermutlich in etwa so fliegen. Ah, crap, da war ein guter Punkt, um das Feuer zu eröffnen und ich habe ihn verpasst. So. Okay, ja, schießt du noch auf sie, bevor du dich verpisst. Wow. Hi, okay. Und dann fliegen wir schon nicht so. Sollte reichen, dass wir außer Reichweite von allem sind. Ja. Gut, das Colony Ship hat was? Level 2 Plasmakanonen, okay. Außerdem manövriert sich das gerade irgendwie ziemlich ins Nichts da oben. Bin mir sehr sicher, dass die KI das nicht absichtlich macht mit dem Herumspringen. Und wieder ein Torpedo. Okay, ja, wir treffen mit dem eigentlich, glaube ich, nichts mehr. Ja, Detonate. Verschwendet nur unsere Zeit. Und gut. Ja, dieser Torpedo hier ist nervig. Aber andererseits kommt der uns halt auch irgendwie nicht näher. 33, 90, hallo. Das war's. Okay, Battle Cards sehen wir hier unten leider jetzt schon ausgegraut. Sind spezielle... The Advanced Power Core has been received. Okay. Okay, passt. Gut, damit haben wir auch unserem Gegner ein bisschen reingeschissen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir upgraden müssen, weil wir kriegen jetzt sowieso ein gratis Upgrade, wenn wir einfach einen Zug vergehen lassen. Also diese Battle Cards, die man unten links sieht, sind quasi Booster, die ihr für eine Runde spielen könnt. Und die bekommt ihr großteils, indem ihr euch hier auf solche Dark Matter stürzt. Acquire one Battle Card, seht ihr hier auch. Ganz im Ernst, ich habe mich noch nie wahnsinnig viel darum gekümmert, weil es scheint eine Verschwendung von guter Truppenmoral zu sein, sich diese Dinger zu holen. So toll sind sie wirklich nicht. Did you recall your ambassador? Okay. Also, einerseits haben wir Partial Repairs bekommen, die wir jetzt vervollständigen werden. Danke sehr. Andererseits haben wir hier auch euch dazu gewonnen. Redundant Systems Wonder. Automatically Repair 50%. Ja, hallo. Das kaufen wir mal. Notvolle Reparaturen. Und dann wird es vielleicht Zeit, euch hier mal aufzuhauen. Ja, wieso nicht? Stützen wir uns zuerst noch in die Forschung und holen uns einfach noch einen Level an Lasern. Gut, bauen hier noch zwei Städte. Könnten hier auch noch, glaube ich, eine Stadt bauen. Nein, irgendwo haben wir noch ein System, wo wir noch keine Städte gebaut haben, oder? Okay, nein, wir haben überall schon Städte gebaut. Ah, na bitte, 1000. Perfekt. Ja, das ist halt auch ein Problem. Food ist eine Ressource, die ihr nur ausgibt, um Städte zu bauen. Also, für die... Das hat keinerlei taktische Tiefe, weil ihr könnt Food für nichts anderes verwenden. Ech, na gut. Okay, dann stürzen wir uns hier mal in einen Kampf. The die has been cast. Yep. It's claimed by the Second Alliance, believed to be nearby. Shall we proceed? Tell me more about the enemy vessels. Was haben wir denn hier? Zwei Fast Destroyer, eine Fast Corvette. Okay. Wir könnten hier noch upgraden.
Ja, eigentlich ein bisschen bessere Laser und vielleicht mehr Schilde oder mehr Armor. Nein, nein, das reicht schon so. Okay. Are gradually dissipating. Das ist sehr gut für uns, wenn wir versuchen mit unseren Schiffen auf Long Range zu snipen mit unseren Lasern, weil wir haben ja keine Range Penalty mehr dank unserem Weltwunder. So. Wenn wir hier runtergehen und diese beiden Asteroiden da loswerden, können wir sogar relativ viel Schaden machen. Ah, damit, jetzt ist uns was im Weg. Okay, ja, gehen wir hier zurück und schießen auf dich aus der Entfernung. Wieso nicht? Perfekt. Sollen wir euch einen Torpedo entgegenschießen? Vielleicht sollten wir das. Und dann werden wir uns auch mal wahrscheinlich nach oben zu verpissen. So in etwa. Die Asteroiden verschwinden mit der Zeit. Okay, gehen wir mal hier noch einen Schritt vor. Oh, sehr schön. Nicht genug, um sie zu zerstören, aber was soll's. Okay, das ging sich vermutlich ziemlich haarscharf nicht aus. Wow. Okay, noch ein Torpedo. Gut, run. Da könnten wir schon einiges reißen mit dem Torpedo. Das größte Problem ist eher, dass wir so vielen anderen Torpedos ausweichen müssen. Ja, das ist überhaupt nicht nervig, dass ich hier die Zahl fast nicht lesen kann. Ich bin ziemlich sicher, es ist 0. Okay. Hi. Okay. Es ist ein sehr gefährliches Spiel, das wir hier spielen. Wir sollten versuchen, zwei Schiffe zu zerstören in dieser Runde, nämlich diese beiden. Und das erreichen wir vermutlich, indem wir hier runter fliegen. Und dann versuchen, diese beiden Asteroiden loszuwerden und dazwischen durchzuschießen. Ich kann gar nichts lesen. Ich glaube, es ist ein Achter hier. Was nicht ganz genug ist. Okay, das heißt, wir müssen uns entscheiden, wen von euch wir wegschießen. Oh, 54 Damage. Das sollte reichen. Oder auch nicht. Dammit. Okay, dann gib einfach mal Gas. Ja, dann müssen wir hoffen, dass... Oh, 22 HP. Weil die Schilde jetzt weg sind. Okay. Oh, komm schon. Seriously? Sehr gut möglich, dass unser Schiff hier vorne das jetzt nicht überlebt, wenn die alle sich entschließen zu schießen. 9 HP. Das ist eigentlich wesentlich weniger, als ich gedacht hätte. Wow. Das ist nichts. Okay, der ist so gut wie tot. Wir sollten schauen, dass wir den kriegen. Das geht sich aus. 2 HP. Okay. Naja, was soll's. Gut. Auf jeden Fall. Schlumpfen wir jetzt dich mal mit 146 Damage. Hi. So. Und sollten eigentlich weiter auf den zuhalten. Dann schießen wir den auch noch weg. Mit einem guten 100er. Und du bist gerade von uns weggedreht. Das heißt, die Chance ist sehr hoch, dass wir hier auch noch ordentlichen Schaden reinkriegen.
Wenn wir einfach nur nahe genug kommen. Naja, das war dumm. Kann nichts machen. Die machen wirklich alle so unglaublich wenig Schaden. Haben die alle nur... Ja, die haben Level 1 Laser. Okay. Da halten irgendwie die Schilde noch ziemlich gut. Aber vermutlich nicht mehr lang. God damn it. Ja, ich meine, 6 HP ist besser als nix. Aber trotzdem. Was hätten wir zum Beispiel als Battle Card? Repairs 50% of Starship Damage, ja. Ne. Ist ganz gut, aber es ist nicht so gut, dass ich jetzt sage, okay, ich opfere einen Zug, um mir diese Battle Card zu holen. In einem Dark Matter. Jetzt stirb doch endlich. Okay. Okay, das ist einfach nur noch nervig. Garg. So, jetzt aber. Wir werden ihn doch wohl irgendwie kriegen können. Na bitte, unendliche Range an Lasern. So, das sind mal die Engines. Jetzt aber. Vermutlich sollten wir hier ausweichen, bevor uns der noch trifft. So in etwa. Okay. Jetzt nehmen wir sogar, nämlich langsam aber sicher, eine nervige Menge an Schaden. Aber das soll es gewesen sein. So. Na, endlich. Okay. Perfekt. Das heißt, wir haben sofort den ganzen Planeten übernommen, weil wir die Flotte zerstört haben. Er muss abhauen mit seiner Flotte. Und das ist eigentlich der Punkt, an dem das Spiel in die zweite Phase übergeht. Es macht nämlich wirklich keinen Sinn mehr, sich jetzt noch um andere Planeten zu kümmern, wenn ihr einfach einen Planeten übernehmen könnt, indem ihr nur einen Space Battle gewinnt. Und das ist dann der Punkt, wo die Balance des Spiels extrem kippt. All diese Planeten hier, ich meine, wir haben ein kleines System ausgewählt und ich fürchte, das bedeutet wirklich, dass das hier im Großen und Ganzen alles ist. Sehr, sehr klein, wie ihr sehen könnt. Ich meine, hell, wir kontrollieren schon ein Viertel der Bevölkerung. Und das liegt großartig daran, dass auf der Heimatwelt sicher 5 oder 6 Milliarden leben. Ja, und auf den meisten anderen Planeten eher nur 1 oder 2. Ja, 3 sogar. 3, 3, 3, 3. Wir haben doch relativ viel. Na gut, vielleicht geht das System hier noch ein bisschen weiter. Aber ja, all diese Planeten hier zu holen ist wesentlich weniger wert ab jetzt, als einfach hier durchzurushen. Danke sehr. Gut, und hier werden wir mal einen Cut machen. Das muss ein bisschen ein kürzeres Video sein, weil ich jetzt los muss. Aber wir werden vermutlich in dieser Runde uns jetzt noch dieses System holen. Und dann vielleicht sogar gleich die Homeworld angreifen. Ich meine, sie haben Level 4 in Planetary Defense, heißt, sie bekommen eine ziemliche Boni, aber an sich ist es nicht so abwegig, das zu versuchen. Also schauen wir uns an, wie wir das machen werden. Vielleicht werden wir auch einfach noch ein bisschen weiter exploren gehen. Je nachdem. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, Leute.